Herzlich willkommen zum Trading-Tipp in der neuen Woche. Heute mal mit Adobe haben wir uns mal rausgesucht, denn wir haben da, wir sehen es jetzt gleich auf dem Chart, in den letzten Tagen und Wochen hat es ja mal so einen kleinen Rücksetzer gegeben, und zwar den. Und das war dann tatsächlich doch ein bisschen größer als ein kleiner Rücksetzer. Zwar hat man da an einem Tag ungefähr 9-10% an Wert verloren. Und das hat daran gelegen, dass es so ein bisschen die Angst gab, dass von OpenAI das Videotool Sora, also was quasi auch diese KI-Videos erstellt, dass man da eine große Konkurrenz zu Adobe dann also hat, haben uns dann aber hier gefangen, sind dann zum Teil unter die 200-Tage-Linie wieder drunter gefallen. Aktie hat sich also aber relativ stark wieder zurückgekämpft. Heißt also, man könnte hier darauf hoffen, dass das wieder mal ein ja, etwas übertriebener Abverkauf oder eine etwas übertriebene Angst von den Anlegern war und Adobe sich also somit wieder zurückkämpfen kann. Und wir gehen auch davon aus, dass in diesem KI-Markt natürlich ein bisschen mehr Platz ist als nur für einen einzigen Player, in diesem Fall dann OpenAI. Wir schauen einmal auf den Schein, den wir dafür rausgesucht haben, und zwar von Morgan Stanley, ein Faktor-Long-Zertifikat mit der Kennnummer MD87HE. Der Schein kostet 28,1. Den Stopp legen wir mal bei 25,20 und natürlich wie immer mit einem Hebel von, beziehungsweise mit einem Faktor von 3. Freitag war Gerresheimer im Trading-Tipp. Das ist auch so weit. Ja, allzu viel hat sich nach den Quartalszahlen jetzt tatsächlich dann erstmal nicht getan. Wir blicken einmal auf die Empfehlung. Wir sind jetzt minimal, glaube ich, drunter. 5,89 war die Empfehlung, 5,85 stehen wir jetzt. Kann man aber auch erst einmal so weit drin bleiben. Viel getan hat sich noch nicht, aber da sollten wir in den nächsten Tagen bestimmt auch nochmal eine Veränderung sehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir hören uns morgen in der nächsten Sendung. Bis dahin.